So, wir gehen heute nähen. Und zwar ein Oberteil mit Kirschenmuster. Ich habe mir nämlich Stoff gekauft. Das war ein Zufallsfund. Ich war vor kurzem mal eigentlich in einem Stoffgeschäft, weil ich einen anderen Stoff gebraucht habe, um Träger für so ein Oberteil zu nähen. Und habe dann den hier in der Ausverkaufsschachtel gesehen. Also das sind so Stoffreste mit so einer fixen Größe, die halt irgendwie übrig geblieben sind. Und ich glaube, ich habe nur ein paar Euro für den bezahlt. Aber es ist ein relativ großes Stück, finde ich zumindest. Ich habe zuerst überlegt, ob wir damit ein Kleid nähen sollen, weil so ein kurzes Kleid wird sich ausgehen. Aber ich fände ein Oberteil schöner und ich glaube, ein Oberteil würde ich auch öfters anziehen als ein reines Kleid. Weil kurze Kleider habe ich mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr so viele zu kaufen, weil ich kurze Kleider nicht so praktisch finde. Lange Kleider mag ich sehr gerne, aber kurze Kleider, das ist nicht so mein Ding, da habe ich nicht so die Verwendung für. Und deshalb gehen wir heute ein Kirschenoberteil nähen. Ich wollte sowieso unbedingt irgendwas mit Kirschenmuster haben und da ist mir der Stoff gerade gelegen gekommen. Ich habe am gleichen Tag übrigens auch noch diesen Stoff hier in der Restekiste gefunden. Das ist so ein ganz dicker, ich schätze mal, vielleicht so eine Leinenmischung oder so. Keine Ahnung, der ist richtig dick und fest. Und der hat so ein total schönes Hagebuttenmuster. Den werden wir heute nicht verarbeiten. Ich möchte aus dem Kissenbezüge machen für meine ganzen kleinen Kissen. Ich werde euch das dann als Reel auf Instagram bzw. als Short hier auf YouTube wahrscheinlich auch hochladen. Kissenbezüge machen ist jetzt nicht so das große Ding, deswegen wollte ich das jetzt nicht extra in das Video einbauen. Es ist jetzt der nächste Tag. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich dazu entschieden, das Schnittmuster nicht selber zu machen, weil ich damit dezent überfordert war, wie ich gemerkt habe. Und ich habe mir jetzt eins auf Etsy gekauft. Und mein Freund hat mir das jetzt ausgedruckt, netterweise. Das ist hier im Vergleich zu meinem Fuß. Es ist A1. Aha, das muss ich jetzt ausschneiden gehen. Schnittmuster ist hier das ausgeschnittene Hauptstoff und das hier ist das Lining, das ich schon mir hier vorbereitet habe. Das ist so ein weißer Stoff, auch so ganz, ganz leicht dehnbar, gleich wie der hier. Also der ist ziemlich gleich zusammengesetzt wie der hier. Den hatte ich noch übrig, den habe ich mir jetzt nicht extra gekauft, den muss ich gleich noch bügeln gehen. Das besteht nämlich aus zwei Teilen, der äußere Teil. Das ist dieser schöne Stoff und der innere Teil. Dafür nehme ich halt einfach den weißen Stoff, weil da muss ich jetzt nicht unbedingt Kirschstoff verschwenden, damit das halt dann nicht durchsichtig ist nachher, damit es ein bisschen mehr Struktur hat. So, ich habe hier mit dem Lining jetzt angefangen, weil ich mir denke, hier kann ich am wenigsten falsch machen. Das ist einfach weißer Stoff. Wenn ich das jetzt falsch mache, kann ich einfach neuen weißen Stoff kaufen. Was ich hier jetzt noch gemacht habe, wie ihr sehen könnt, ist, dass ich das Schnittmuster unten verlängert habe um 4 cm. Da habe ich diese Dinger rangeklebt, weil ich das nicht als Crop Top haben möchte, sondern eher ein bisschen länger. Aus dem Lining, da habe ich jetzt alle Teile nachgezeichnet, die Seitenteile zweimal, weil die braucht man ja gespiegelt auf beiden Seiten. Das Rückenteil und den Träger habe ich ausgelassen. Die mache ich dann nur aus dem Hauptstoff mit den Kirschen, weil das Rückenteil dann nämlich auch gesmockt wird. Und das ist dann einfach nur dieses eine Teil, da kommt dann nichts mehr dazu innen. Da ist übrigens Seam Allowance, heißt auf Deutsch Nahtzugabe. Nahtzugabe ist da schon enthalten in dem Schnittmuster, also das brauche ich hier nicht mehr einrechnen. Was ich jetzt auch gemacht habe, ist vorher zu schauen, in welche Richtung sich der Stoff mehr dehnt. Nach oben und unten dehnt er sich kaum, aber hier seitlich dehnt er sich ein bisschen. Deshalb habe ich das jetzt alles so ausgerichtet, dass Oberteil dann so seitlich ein bisschen auseinander dehnen kann. Und ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich es möchte. Es ist dunkel geworden, deswegen ist das Licht jetzt nicht mehr so schön. Ich habe das jetzt festgepinnt. Das sieht jetzt so aus. Also das ist dann die Vorderseite, das sieht man so hier schön. Ja, wunderschön, oder? Das muss ich jetzt hier einmal runternähen und hier einmal runternähen und dann habe ich die Vorderseite vom Lining. Ich glaube, wenn man nach dem Schnittmuster geht, wären die Seitenteile hier eigentlich nicht gelined. Werde ich aber trotzdem machen. Hi. Was ich vorher machen hätte sollen, die
Nahtzugabe anzeichnen. Da ist nämlich 1 Zentimeter genau mit einberechnet und das hätte ich mir einfach vorher abmessen und mit Bleistift anzeichnen sollen. Das habe ich nicht gemacht. Ich werde versuchen, das jetzt noch zu machen. Das wäre halt einfacher gewesen, wenn ich es vor dem Zusammenpinnen machen würde. Fertig genäht. Und ich werde jetzt für heute mal Schluss machen. Das sieht jetzt so aus. Und das Gleiche mache ich jetzt mit diesem Stoff und das kommt dann hier außen hin. Es ist schon wieder zu dunkel zum Filmen. Ich glaube, ich mache morgen weiter. Ich werde hier nie fertig. Ich habe die Träger jetzt genäht und die muss ich jetzt umdrehen. Ich habe hier schon angefangen. Was auch immer, ich gehe das jetzt umdrehen. Es ist der nächste Morgen und ich habe die Träger. Zum einen habe ich sie dünner gemacht als im Schnittmuster angegeben, aber ich glaube, das habe ich gestern kurz erwähnt oder so, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe sie jetzt umgedreht auf die richtige Seite und gebügelt. Als nächstes muss ich jetzt diesen Teil hier. Ich habe ja das Schnittmuster auch länger gemacht, also es geht mir jetzt circa bis zum Bauchnabel, sonst wäre es halt so ein Crop Top gewesen, aber das wollte ich nicht. Das gleiche muss ich jetzt nochmal mit dem Kirschenstoff machen, das wird dann die äußere Schicht. So, ich habe jetzt auch rausgefunden, wie das mit den Trägern funktionieren soll. Die werden jetzt oben eingenäht. Das heißt, die werden hier so festgepinnt. So. Und da kommt jetzt das Lining drauf, also der innere Teil. Und dann näht man also hier mit der quasi falschen Seite nach außen, mit der nicht schönen Seite und die schöne Seite nach innen. Und dann wird hier oben einfach drüber genäht und dann kann man das umklappen und dann hat man beide Seiten schön. Hier bitte nicht wundern, ich habe das Lining noch ein bisschen verlängert, weil es noch ein bisschen zu kurz war. So sieht das jetzt aus. Ich habe jetzt noch was gemacht, was wieder nicht in der Anleitung stand, weil ich das einfach schöner finde. Ich habe hier oben noch einmal drüber genäht und so die beiden, das Innere und das Äußere, noch einmal extra verbunden. Ich finde das einfach schöner, weil man hier noch so ein paar extra Stiche hat. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mit Smocken anfangen. Aber ich glaube, ich mache mir jetzt vorher was zum Mittagessen. Und dann kommt der anstrengende Teil. So, was ich jetzt noch gemacht habe, während ich gewartet habe, dass die Kartoffeln kochen, ist das Rückenteil. Das Rückenteil, das muss man ja hier den Stoff falten, also das braucht man zweimal hier. Habe ich auch verlängert. Einmal hier oben umnähen, die Kanten schön umnähen. Und ich habe mir jetzt hier so Linien gezeichnet, einen ganzen Haufen Linien. An den Linien werden wir dann nachher entlang nähen, aber das werdet ihr dann noch genauer sehen. Wenn ihr solche Linien fürs Smocken zeichnet, achtet unbedingt darauf, dass ihr sie nicht zu nah beieinander macht, es sei denn, ihr habt Lust auf extra viel Arbeit. Die sind jetzt circa 2,5 cm auseinander. Das sollte eigentlich passen. Ich meine, so viel Erfahrung habe ich damit jetzt auch wieder nicht, aber ich hoffe, es wird funktionieren. Ich werde das jetzt nur ganz grob erklären. Wenn ihr zu Smocking ein Tutorial braucht, dann schaut bitte auf YouTube nach. Es gibt viele Leute, die sowas schon hochgeladen haben. Dabei hat man hier unten im Unterlauf, also da unten drin, einen elastischen Faden und oben den ganz normalen weißen Faden. Also einmal sowas hier, sowas Elastisches und einmal den normalen Faden. Und bei meiner Maschine ist es dann so, dass ich hier vorne eine niedrige Zahl einstellen muss. Ich verwende hier immer 1 und für den anderen Faden, der ist hier auf 3 gestellt, also hier mit einem großen Unterschied. Und dann näht man da einfach.
diese ganzen Reihen alle einmal runter mit einem geraden Stich. Und dann smockt sich das so auf und dadurch wird der Rückenteil dann dehnbar und soll dann ein bisschen besser passen, als wenn man das nicht machen würde. Ist grundsätzlich sehr angenehm zu tragen, aber ist halt ein bisschen nervig zum Umsetzen. So, ihr könnt jetzt sehen, wie das aussehen soll. Also ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Das dehnt sich hier dann so auf. Von hinten sieht so aus. Also ich hatte auch vorher die Linien an der falschen Seite angezeichnet. Das muss man auf der schönen Seite vom Stoff machen. Ich glaube nur, dass dieses Stück jetzt noch wesentlich zu groß ist und dass ich da an den Seiten dann noch was wegmachen muss. Ich weiß es nicht. Die Anleitung für dieses Schnittmuster kriegt von mir 2 von 5 Sternen, weil die ist echt teilweise unverständlich. Und sie ist in so schlechtem Englisch geschrieben. Manche von den Sätzen machen einfach überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, für jemanden, der überhaupt noch nie nach einem Muster genäht hat, ich habe das ja schon mal gemacht, noch nicht oft, aber zumindest schon mal gemacht und ich kann grundsätzlich ja nähen, echt schwierig, das ordentlich umzusetzen. Und das muss ich jetzt noch fertig machen. So, die Anleitung wollte, dass ich hier noch so ein Gummiband einnähe. Und ich muss mal schauen, wie das jetzt überhaupt weitergeht. Ich glaube, mit den Seitenteilen. Ein bisschen später und das Ganze sieht so aus, dass hier sind die seitlichen Rückenteile. Ich habe jetzt eins davon mal dran genäht. Laut Anleitung sollte man da kein Lining reinmachen, aber das will ich nicht. Das sieht doch voll komisch aus, wenn dieses eine Teil nur ohne Innenstück ist. Also keine Ahnung. Habe ich jetzt trotzdem Lining reingemacht und das oben wieder so umgenäht, gleich wie vorher beim Ausschnitt. Also das kommt hier noch so dran und dann wäre das Rückenteil mal fertig. Dann wird es nur noch zum Schluss unten umgenäht gehören. Ich werde jetzt den Rücken und das Vorderteil hier mal zusammenstecken und es anprobieren, ob mir das überhaupt passt. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Ich muss die Träger hier hinten noch zusammenhalten, weil die noch nicht angenäht sind. Die Wölbung hier, die ja eingenäht ist an den Brüsten, finde ich ein bisschen komisch. Beziehungsweise ist das, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel für mich, weil ich ungefähr keine Oberweite habe. Es ist jetzt nur noch eine Naht offen, die hier. Die anderen habe ich jetzt gerade noch zusammengenäht. Und dann muss ich unten noch zusammennähen, die beiden Schichten. Und dann wäre es grundsätzlich jetzt mal fertig. Ich habe hier unten einfach halt dann zum Schluss noch alles umgenäht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie weit ich das überhaupt mitgefilmt habe. Habe hier oben dann noch diese Linie, diese Naht mit einem roten Faden genäht, weil ich das hübscher finde als nur mit dem weißen, wenn man hier so leicht diesen Kontrast hat. Ich habe mir dann gedacht, es hätte vielleicht auch ganz gut ausgesehen, wenn man hier so 2 Linien mit Rot runtergenäht hätte. Also hier diese Naht entlang. Aber das war mir dann zu viel Aufwand und deshalb sieht es jetzt so aus. Ich finde aber, es ist ganz schön geworden. Es ist halt sehr einfach. Von hinten hängen hier diese 2 Träger runter, weil die näht man ja hier nur so an. Dadurch, dass ich es ein bisschen länger gemacht habe, ist es auch ein bisschen alltagstauglicher, als wenn es so ein richtiges Crop Top ist, was halt dann nur so bis hier oder so gehen würde. Und mit dem restlichen Kirschenstoff werde ich noch kleine Täschchen machen und so Sachen. Aber da weiß ich noch nicht genau wie. Und das muss ich mir erst noch überlegen. Also dieses Video beenden wir hier jetzt erstmal. Und ja.